Hallo zu einem neuen Video und zu neuen Funktionen in PhotoVision, VideoVision und Stages 2024. Ich möchte mir mit euch heute die verbesserten dynamischen Formen anschauen und zeigen, wie ihr selbst solche interessanten Animationen erstellen könnt. Die dynamischen Formen, die ihr hier in der Toolbox findet, haben sich seit ihrer Einführung in Version 10 ständig weiterentwickelt und sind ein richtiges Schweizer Taschenmesser. Ich benutze dieses Allzweckwerkzeug vor allem als Hintergrund oder als Dekoration für interessante grafische Effekte oder auch um Bauchbinden zu erstellen, beziehungsweise gern auch als Maske im Maskeneffekt. In Version 2024 sind die dynamischen Formen nochmal erweitert worden. Ganz neu ist hier das Streifenobjekt, mit dem ihr Muster erstellen könnt. In den Eigenschaften könnt ihr die Farben einstellen, die Breite der Streifen. Probiert das aus und schaut auch ruhig in die Mini-Vorlagen. Da gibt es einige Beispiele, was man machen kann. Und ihr könnt diese Beispiele natürlich auch wieder beliebig anpassen. Diese drei dynamischen Formen haben dazugelernt. Rechteck, Kreis und Dreieck können nun farbige Konturen haben. Wir schauen uns das gleich an. Ich nehme hier ein Rechteck jetzt erstmal als Hintergrund und stelle hier so ein Beige ein. Und dann schauen wir uns die Ellipse an. Die kann man auch in einen Kreis verwandeln. Die Größe könnt ihr am Auswahlrahmen bestimmen. Und ihr könnt jetzt hier bei den Eigenschaften einen Rand aktivieren. Der kann innen außen sein. Ihr könnt die Farbe für den Rand wählen. Und ihr könnt natürlich auch die Breite einstellen. Und wenn man die Füllfarbe auf Transparent stellt, erhält man so einen Ring und kann den für verschiedenste Zwecke benutzen, zum Beispiel um auf einer Karte etwas zu markieren oder als Dekoration. Für Rechteck und Dreieck sind nun auch runde Ecken möglich und auch da könnt ihr wieder detailliert die Einstellung vornehmen. Ich habe hier das Dreieck, mache das etwas kleiner, drehe es mal und am Punkt Abrunden kann ich jetzt für runde Ecken sorgen. Ich kann auch weiterhin dem Dreieck einen Farbverlauf geben. Und das Dreieck kann jetzt auch einen Rand haben. Und ihr könnt auch dafür wieder die Farbe und die Breite einstellen. Ich zeige noch das Rechteck und mache es erstmal kleiner. Und auch hier findet ihr die Einstellungen für den Eckenradius. Ihr könnt alle Ecken abrunden oder auch unterschiedliche Eckenradien für alle vier Ecken einstellen. Und damit könnte man dann zum Beispiel auch solche Sprechblasen selbst erstellen. Oder eben die Elemente vom Anfang. Dazu kommen wir dann auch wirklich gleich. Aber noch ein praktischer Tipp für die Rechteckform. Ihr könnt damit nämlich auch ganz einfach gleichmäßige Farbränder erstellen und über eure Fotos und Videos legen. Das zeige ich eben noch. Ich habe hier einfach mal schnell zwei Fotos und ein Video in ein Kapitelobjekt gelegt. Alle Objekte sind vom Seitenverhältnis her zugeschnitten. Und ich lege jetzt ein Rechteck darüber. Ich ändere die Farbe auf hier so ein hellbraun-beige und passe die Dauer des Rechtecks auf die Länge meiner Objekte an. Ich könnte jetzt das Rechteck hier verkleinern, aber nein, ich möchte daraus einen Rahmen stanzen, sozusagen dieses Rechteck mit einem Rand versehen und invertieren. Und das mache ich, indem ich auf Form umkehren klicke. Und dann über das Padding den Abstand der Füllfarbe vom Rand des Auswahlrahmens einstelle. Mit dem Eckenradius kann ich dann wieder für abgerundete Ecken sorgen. Und wir erhalten so einen farbigen Rahmen, der unsere Fotos und Videos dann beim Abspielen optisch miteinander verbindet. Ich zeige es einmal kurz in groß. Ihr habt bei den dynamischen Formen also wirklich vielfältig einsetzbare Objekte, die wirklich viel können. Aber nun zur abgerundeten Farbstreifenanimation vom Anfang. Ich starte mit dem Farbverlauf. Dieser dient mir gleich als Hintergrund. Ich nehme aber nur zwei Farben, deswegen entferne ich hier einen Farbstopp.
Und als Farbverlauf wähle ich so ein Orangegelb nach Gelb, nur ganz dezent. Und dann hole ich mir das Rechteck, um damit einen abgerundeten Farbstreifen zu erstellen. Ich füge das Rechteck ein. Im Layout Designer kann ich nun die Höhe meines Rechtecks festlegen. Das geht hier mit Ziehen am Ausfallrahmen. Nutzer von VideoVision und Stages können diese Höhe aber auch direkt in der manuellen Eingabe eintragen. Dann geht es zu den Eigenschaften des Rechteckes. Dort ändere ich zuerst den Eckenradius. Gebe ich hier 100% ein, sind alle vier Ecken komplett abgerundet. Ich verschiebe das Rechteck in die Mitte und ändere auch gleich noch die Farbe. Da wähle ich ein dunkleres Orange und dann verkleinere ich mir die Ansicht im Layout Designer, denn ich möchte jetzt meinen Farbstreifen mit einem Bewegungspfad animieren. Ich öffne mir auch nochmal die manuelle Eingabe. Darüber kann man dann einfach genauer arbeiten. Und als erstes soll der Farbstreifen von außen in den sichtbaren Bereich einfliegen. Das aber noch nicht sofort, wenn er in der Timeline erscheint, sondern leicht verzögert mit 0,5 Sekunden. Dann füge ich eine Marke hinzu. Mit dieser soll der Farbstreifen komplett ins Bild laufen. Als Zeitmarke setze ich eine Sekunde und ich vergebe eine Standzeit von 2 Sekunden. Dann kommt noch eine dritte Marke hinzu. Mit dieser zieht sich der Farbstreifen dann wieder etwas zurück. Die Zeitmarke von 5 Sekunden kann bleiben. Ich werde es hier einmal abspielen. Man sieht, der Farbstreifen fährt ein, bleibt kurz stehen und fährt wieder ein Stück raus. Da ich mehrere Farbstreifen zeigen möchte, kopiere ich mir das Rechteck nochmal mit gedrückter Steuerungstaste. Ich ändere gleich wieder die Farbe. Dieses Mal nehme ich Rot. Den roten Streifen sehe ich jetzt auch im Layout Designer, aber er überlagert natürlich genau meinen orangen Streifen. Wenn ich jetzt in der Timeline für einen anderen Ablauf sorge, also das rote Rechteck etwas später erscheinen lasse, dann können wir sehen, was passiert. Der orange Streifen erscheint und der rote folgt auf dem Fuß mit genau der gleichen Bewegung. Ich möchte jetzt aber den roten Streifen von der anderen Seite kommen lassen. Und das geht recht einfach. Das Objekt ist markiert. Dann gehe ich hier oben auf die Auswahl, Pfad bearbeiten, horizontal spiegeln. Und wir sehen jetzt das rote Objekt links von unserem sichtbaren Bereich. Ich ändere nochmal leicht das Timing von diesem Pfad. Aus den 0,5 Sekunden mache ich 1 Sekunde. Die zweite Marke 1,5 Sekunden plus 2 Sekunden Standzeit bleibt. Und die dritte Marke setze ich auf 4 Sekunden. Dann bringe ich alle Objekte nochmal auf die gleiche Anzeigedauer. Dafür die Objekte einfach nur markieren. Und in den Eigenschaften die Dauer auf 6 Sekunden setzen. Und ich spiele es einmal ab. Und man sieht, Orange und Rot haben dieselbe Bewegung, aber ein etwas unterschiedliches Timing. Möchte ich die Farbstreifen an einer anderen Position, könnte man jetzt jede einzelne Marke verschieben. Oder man legt alles zusammen in eine Flexikollage und verschiebt diese. Also ich markiere meinen ersten Farbstreifen und packe den in eine Flexikollage ein. Und an der Flexikollage kann ich jetzt meinen Streifen drehen und eine andere Position festlegen, von der aus er in den sichtbaren Bildbereich einfahren soll. Auch hier hilft die manuelle Eingabe wieder beim genauen Platzieren. Ich setze diese Flexikollage jetzt auf x gleich 30. Und auch das andere Rechteck kommt in eine Flexikollage. Und auch diese Flexikollage drehe ich ebenfalls auf 45 Grad. Und diese setze ich auf x gleich 70. Ich spiele es gleich ab. Die Streifen laufen von beiden Seiten rein und bewegen sich leicht unterschiedlich vom Timing her. Möchte man nun breitere Streifen, gibt es zwei Möglichkeiten, diese zu vergrößern. Einmal könnte man das auch wieder direkt an der Flexikollage machen, indem man die Breite und die Höhe einfach größer macht. Hier jetzt mal auf 150
Und damit wächst der Inhalt der Flexikollage. Das sieht man jetzt hier oben bei dem roten Streifen. Und ich mache es auch gleich nochmal für den orangen. Und beim Abspielen sieht man, dass die beiden Streifen jetzt deutlich breiter sind. Für einen weiteren farbigen Streifen kopiere ich jetzt hier nochmal mein erstes Rechteck, meine Ausgangsform und Ausgangsanimation, und ich färbe es auch gleich wieder um. Und ich könnte auch direkt am Objekt die Größe verändern, also die Höhe des Objektes verändern. Ich setze das jetzt hier für diese Marke auf 60 und muss das aber auch bei allen anderen Marken auf 60 setzen. Also entweder jede Marke einzeln anklicken und den Wert eingeben oder alternativ hier dieses Häkchen setzen bei Größe des Vorgängers. Da spart das Anpassen der Größe über die Flexikollage doch manchmal etwas Zeit. Schaut da, was für euch praktikabler ist. Ich ändere jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal für diesen grünen Balken das Timing. Ich lösche erstmal die zweite und dritte Marke. Meine erste Marke bekommt dann als Startzeit die 4 Sekunden und eine zweite Marke mit 4,5 Sekunden. Der grüne Streifen kommt dann auch wieder in eine Flexikollage zum Positionieren. Ich drehe die Flexikollage wieder im Layout Designer und der grüne Streifen soll jetzt ganz links außen ins Bild fahren. Für den vierten und letzten Streifen kopiere ich die komplette Flexikollage, färbe das Rechteck wieder um in ein Lila. Und auch diese Flexikollage verschiebe ich wieder. Der lila Streifen soll auf der entgegengesetzten Seite einfahren. Wird deshalb hier auch nochmal gedreht. Und dann ist die Animation soweit fertig. Die interessante Wirkung dieser Animation lebt vor allem vom Timing. Da müsst ihr einfach probieren und variieren. Nutzt unterschiedliche Animationszeiten und Animationsweiten, um den Effekt interessant zu gestalten. Wenn alles mit dem gleichen Timing an der perfekten gespiegelten Stelle erscheint, kann es auch schnell brav und langweilig wirken. Dieses Beispiel und auch weitere Varianten wird es auch wieder im VIP-Club zum Download geben. Und weil es so gut zu dieser Anleitung und den Beispielen passt, ergänzen wir noch eine Beschriftung. Und auch da arbeiten wir noch mal mit einer neuen Funktion. Sicher habt ihr beim Textobjekt schon die neuen Eigenschaften gesehen. Und zwar ermöglichen diese jetzt auch Texten einen Hintergrund zu geben und damit auch einen Rand. Ich passe hier mein Textobjekt einmal an. Es wird zu diesem Thema auch nochmal ein extra Video geben, aber hier schon mal eine kleine Variante. Ich aktiviere den Texthintergrund für den kompletten Text. Der erscheint jetzt gefüllt mit dieser ausgewählten, leicht transparenten Farbe. Und dann aktiviere ich auch noch den Rand innen. Ich erhöhe den Eckenradius auf 5% und dann setze ich die Hintergrundfarbe für den Text auf komplett transparent. Also der Texthintergrund ist jetzt nicht mehr gefüllt, aber ich habe noch einen Rand da. Den Rand färbe ich jetzt mal auf weiß und die Schriftfarbe auch. Und dann platziere ich hier nur noch mein Textobjekt und animiere das auch nochmal mit einem kleinen Bewegungspfad von links nach rechts. Einfach nur zwei Marken mit zwei Positionen. Dann vielleicht nochmal die Textanimation anpassen, so dass die Buchstaben einzeln eingeblendet werden. Und dann kopiere ich das Objekt nochmal. Ändere den Textinhalt. Da muss ich den Textauswahlrahmen noch mal ein bisschen größer machen, damit dort der Text auch einseitig reinpasst. Dann die Position der beiden Marken noch mal ändern. Und zu guter Letzt noch mal den Pfad bearbeiten und Pfad umkehren, damit er von rechts nach links läuft. Ich zeige gleich, wie es aussieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wieder über einen Daumen nach oben. Danke!